Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Nine von Delari und der Schmetterling lenkt mich gerade ab. Nochmal. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Nine von Delari und hier dreht sich alles rund um Nine und Do It Yourself. Und ich stehe hier schon in der Jacke, weil ich will nämlich gleich los. Hä? Sonntag, Nine? Und ein Video? Machst du nicht normalerweise nur Donnerstagsvideos? Ja, aber es gibt ausnahmsweise noch ein zweites Video diese Woche, denn ich habe zwei Ideen, beziehungsweise die Ideen, die aufeinander aufbauen. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ich teile das auf zwei Videos auf, weil sonst wäre das einfach zu viel für eins. So bla 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 bla. In meinem Donnerstagsvideo habe ich euch gezeigt, wie ich das Kissen mit der Kürbisapplikation genäht habe. Und dazu habe ich mir dann gedacht, als das Kissen auf meiner Couch war, dass mir die Deko auf dem Tisch überhaupt gar nicht dazu gefällt. Und deswegen wollte ich neue Deko machen. Und deswegen werde ich jetzt gleich einmal losfahren, weil ich brauche einen Kürbis und möchte gerne aus einem Kürbis eine Vase machen. Und ich habe da auch schon ein paar Ideen zu. Das soll auf jeden Fall glitzerig werden und rosa. Und Gold und ja, und mal gucken, ob mir das so gefällt. Jetzt muss ich jetzt mal los und einen Kürbis kaufen und genau. Also los, Kürbis kaufen. Tschüss! So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen eingekauft. Einmal Blumen. Hier so Knallerbsen, die ein bisschen rosa sind. Und hier gab es so anderes rosa Zeug. Und Eukalyptus. Ich habe ja eigentlich meine Eukalyptus hier im Garten, aber die hat so ganz kleine, feine Blätter. Die sind ein bisschen größer. Deswegen habe ich das mitgenommen. Ein großer Kürbis. Auf jeden Fall werden wir den einschneiden und dann da ein Glas reinmachen. Das habe ich hier. Vor allem wir, ne? Ich. Ich werde den oben einschneiden und das wird dann quasi meine Vase. Ich habe ein Glas. Wichtig ist, wenn ihr euch so einen Kürbis kauft, dass ihr darauf achtet, dass der nirgendwo beschädigt ist, weil sonst gammeln die relativ schnell. Und ich habe gelesen, dass man sie ganz doll gut waschen soll, damit, wenn man sie schneidet, dass die Bakterien nicht eindringen. Und dann sollen sie auch relativ lange halten. Ich werde ihn dann ansprühen in rosa. In rosa werde ich ihn dann ansprühen. Dann habe ich jetzt hier noch so einen Spraylack. Dazu habe ich mir noch ganz viele kleine Zierkürbisse gekauft, also noch mehr. Die werde ich mir auch alle ansprühen, entweder in Weiß, in Rosa, in Gold. Ich guck mal, was ich noch an Farben oben habe. Ich weiß es nämlich eigentlich gar nicht. Aber ich werde dann nur noch das verwenden, was ich schon habe. Ich habe mir jetzt genug gekauft, würde ich sagen. Und frisch Blumensteckschaum habe ich mir gekauft. Damit habe ich noch nie gearbeitet. Aber das möchte ich mir in mein Glas stopfen. So. Um die Blumen, die ich in die Vase packe, und die dann in den Kürbis packt, richtig schön dekorieren zu können, damit sie mir nicht wegrutschen. Ich habe mir extra Blumen ausgesucht, die nicht so viel Wasser brauchen. Und ich werde auch nochmal in meinen Garten gehen und ein bisschen Fetthenne, glaube ich, schneiden. Und ich habe hier ja noch so ein bisschen Gras, was ich aus dem Urlaub mitgebracht habe, rumstehen. Und werde das einfach irgendwie so mal zusammenstecken. Das gucken wir morgen. Jetzt werde ich erstmal den Kürbis waschen und rosa lackieren. So, reicht mit Cat-Content, würde ich sagen. Ich gehe jetzt mal den Kürbis waschen. Die Katze füttern. Vielleicht. So, ich habe jetzt auch diese drei Farben gefunden. Und werde die Kürbisse jetzt damit ansprühen. So, mein Kürbis ist soweit getrocknet, dass wir ihn jetzt weiterverarbeiten können und zwar einschneiden. Hier vorne seht ihr meine kleinen Kürbisse im Bund. Dazu habe ich jetzt mir das Glas geholt. Das werden wir nämlich jetzt hier oben einschneiden. Das werde ich jetzt nämlich hier oben einschneiden. Der ungefähren Größe des Glases, also ein Stückchen mehr. Und dafür habe ich mir einen Stift geholt. Oder ein bisschen Werkzeug, Messer und einen Löffel und eine Schüssel. Ja, jetzt wollen wir aber erstmal anfangen. Dafür nehme ich mir mein Glas, lege mir das hier rauf und zeichne mir einmal und schneide mir die Form jetzt raus. Tada! So. Jetzt müssen wir den noch leer machen. Aber zwischendurch auf jeden Fall Kaffee trinken.
Machst du es mal weg. Aua. Aus den Kürbiskernen könnt ihr euch auch super noch Kürbiskerne trocknen oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Je besser man die Fasern da rausholt, umso weniger Material ist da, um zu gammeln. Deswegen lohnt es sich jetzt hier noch ein bisschen Arbeit reinzustecken. Wenn ihr Tipps habt, wie man am besten so einen Kürbis aushöhlt und vielleicht nicht so viel Arbeit hat wie ich, schreibt doch die Tipps unbedingt unten in die Kommentare für alle anderen, die sich das Video jetzt angucken und denken so, oh, nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann wollen wir mal gucken, ob das Glas reinpasst. War klar. Perfekt. Das passt. Dann haben wir das fertig. Würde ich den einfach mal sauber machen und hier alles sauber machen. Und dann machen wir weiter nämlich mit meinem Special Effekt. Ich möchte, dass er ein bisschen glitzert. So, weiter geht's. So, jetzt habe ich hier meinen Kürbis. Den habe ich einmal sauber gemacht. Habe die Vase schon reingesteckt und zwar, damit ich das mir so rum hinstellen kann. Ich möchte nämlich jetzt den unteren Bereich mit Goldglitzer pimpen. Und dafür habe ich hier so goldenen Glitzer. Ich verlinke euch den unten in der Beschreibung. Alten Klarlack, der bewegt sich, deswegen ist alles super. Einen alten Pinsel und eine Schüssel. Die habe ich mit Frischhaltefolie überzogen, damit ich dann nachher die Folie nur nehmen kann, wegschmeißen. Dann brauche ich das nicht sauber machen. Ich glaube, der Pinsel wird schon genügend Arbeit, aber der sieht auch schon richtig ranzig aus. Ist aber mein liebster Pinsel und je ranziger die eigentlich sind, umso geilere Arbeiten kann man damit machen. Deswegen bleibt er auch. Und ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den Kürbis, die untere Hälfte mit dem Klarlack einpinsel und dann das Gold drauf mache oder ob ich mir den Klarlack gleich mit Glitzer anrühre und das dann aufpinsel. Ich weiß noch nie, was besser ist. Ich werde erstmal versuchen, Klarlack drauf zu pinseln und dann mache ich das Glitzer darauf. Dann sieht mein Pinsel hinterher auch besser aus. Wenn das nichts wird, werde ich mir das einmal zusammenmischen. Genau. So. Dann bewegt sich gar nichts. Geh auf! Ich fange einfach mal hier unten ganz vorsichtig an so einer Ecke an. Nein. Das ist doof. Mal gucken, ob das klappt. Ist doch ganz geil. Das muss höher, aber wenn das steht, sehe ich nicht so viel davon. Ja, das gefällt mir. Jetzt werde ich das trocknen lassen und danach, glaube ich, nochmal mit Klarlack einsprühen, damit ich nachher nicht das ganze Glitzer in meiner Bude habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich anfange, die Blumen da reinzustecken. Genau, das muss jetzt erstmal trocknen und ich darf jetzt aufräumen. So, mein Kürbis ist getrocknet. Ich habe den mit Glitzer bestreut. Ich habe nochmal Klarlack außen rum gemacht und nun werde ich ihn schmücken und zwar mit Blumen. Zusätzlich zu meinem Eukalyptus, Knallerbsen, ich weiß nicht wie sie heißen, habe ich noch ein bisschen Gras, was ich am Wegesrand gefunden habe. Und als Werkzeug habe ich mir jetzt eine Gartenschere geholt, eine normale Schere und ein scharfes Messer. Als erstes werde ich mir jetzt mein Steckmoos, mein zuschneiden. Boah, ist das schwer. Ich übertrage mir mal hier. Glas. Also ich muss dazu sagen, ich habe das alles noch nie gemacht. Ich habe noch nie mir Blumen gesteckt. Das wird jetzt auch noch mal spannend, ob ich das hinkriege. Passt. Aber da unten habe ich jetzt ein Loch. Komm wieder raus. Oder wenn ich das teile, kriege ich das da raus. Ja, weil dann kann ich das auch noch ein bisschen ausfüllen, oder? Mit diesem Zeug hier. Bringt das was? Stecke ich das hier rauf. Ach, so. Dann stecke ich das hier rein. Und dann stecke ich die Blumen da rein. Ich
glaube, das Glas muss weiter rein. Dann sieht das besser aus. So sieht das noch doof aus. Wo ist das Messer? Ja, viel besser. Jetzt ist das Glas ganz im Kürbis drin. Jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Das gefällt mir. Ja. So, so mag ich das. Bisschen viel, wa? Nochmal ein bisschen wieder was raus. Mhm. Und jetzt dekoriere ich mir meinen Tisch. Meines Sonntagsvideos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie das Projekt und das, was dabei rausgekommen ist. Ihr könnt mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Dann abonniert doch noch meinen Kanal, wenn ihr das nicht gemacht habt und drückt die Glocke, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Sonntag, packt euch auf die Couch, das mache ich jetzt auch und lese mir eure Kommentare durch und darauf freue ich mich jetzt. Und dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dann, tschüss! Hey und herzlich willkommen zu einem neuen... Das muss weg. So läuft das hier. Habe ich nachgelesen. Ich hab mich mal ein bisschen belesen. Um meine Blumen, die ich dann in die Vase packe, die ich in den Kürbis packe. Warte mal. Ja, hier ist keine Sonne. Ja. Aber hier ist das so. Da muss ich mich da vorstellen. So. Projekt und was dabei rausgekommen ist, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare.